Hallo meine lieben und Bücher- und Buchhandelsfreunde. Heute geht es um ein Buch, das in einem Buchladen spielt, beziehungsweise in zwei Buchläden. Und die sind schon ein bisschen ungewöhnlich. Der eine mehr als der andere, aber ja. Ich habe euch jedenfalls ein Kinderbuch mitgebracht. Ich blende es euch hier jetzt ein. Es ist das Mädchen, das im Buchladen gefunden wurde. Ich hoffe, der Titel ist so richtig. Ich habe es nicht in der Hand. Ich hatte es mir aus der Bücherei ausgeliehen. Und über dieses Buch wollen wir heute sprechen. Ja, hier irgendwo, bevor wir das machen können, gerade das zum Thema Transparenz. Hier oben steht Dauerwerbesendung, weil ich euch das Buch vorstelle, was ich euch gerade eingeblendet habe. Und ich habe hier noch ähnliche Bücher dabei. Und das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Und das andere ist, dass unten in der Infobox Links zu Amazon sind. Wenn ihr darüber etwas bestellt, ändert sich für euch nichts. Aber wir bekommen Prozente und ihr unterstützt damit den Kanal. So, Transparenz abgehakt. Jetzt kommen wir dazu und reden über dieses Buch. Worum geht es eigentlich? Es geht um ein kleines Mädchen, Property, die wurde in einem Buchladen gefunden, so wie der Titel das sagt. Und die Frau, die den Buchhandel führt, hat noch einen Sohn. Und naja, gut, sie gehört ab dem Zeitpunkt halt zur Familie. Das ist eine Buch, der dem Buchladen von ihrer Familie geht es jetzt nicht ganz so gut, weil, ja, es geht ihm nicht ganz so gut. Warum, wird nicht gesagt, aber es geht ihm nicht ganz so gut. Aber das Besondere daran ist, dass er zum Weißen Hirsch, glaube ich, heißt, weil es früher mal ein Papp oder so war und vorne noch immer dieses Schild hängt. Ja, also der Buchladen heißt jetzt zum Weißen Hirsch. Ich glaube, das ist der Name. Aber jedenfalls wegen dem Pappschild hat er diesen Namen. Das Besondere bei Property ist, dass ihre Familie zwar wunderbar lesen kann, also ihre Adoptivmutter und ihr Adoptivbruder, die setzen sich da abends immer mit dem gleichen Buch hin und schmökern darin. Nur, ja, sie hat es erstmal überhaupt nicht gegriffen, was die da wirklich machen. Sie hat ja dann auch ein Buch in der Hand und sie hat halt die Seiten befühlt und sich die Schrift angeguckt. Und ja, niemanden ist jemals aufgefallen, dass sie nicht wirklich lesen kann. Das versucht sie jetzt auch geheim zu halten. Und das ist auch gar nicht immer so einfach, das geheim zu halten. Weil ja, irgendwie hat sie halt den richtigen Zeitpunkt zu sagen, ey, ich kann nicht lesen, doch irgendwie verpasst. Und naja, an dem einen Morgen wird es für sie ganz schwierig, weil in der Zeitung irgendwas ganz Besonderes steht. Und ihre Familie ist sehr erstaunt darüber und ihr Bruder fällt, glaube ich, sogar noch vom Stuhl, weil er so, ist ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe, ist schon wieder halb aus dem Kopf raus. Er sitzt dann unten auf dem Boden und, oh, das ist ein großes Ding, das ist groß und was ganz Besonderes. Und sie kriegt dann auch die Zeitung gereicht, nur sie kann ja nicht lesen. Also, ja, versucht sie es irgendwie anders rauszukriegen, was da drin steht. Und irgendwann kriegt sie ihren Bruder dazu, dass sie sagt zu ihm, kannst du mir das vorlesen? Ich möchte das bitte laut hören. Ja, und er macht das, er liest ihr dann das vor. Und es geht darum, dass die beste und größte und schönste und spannendste Buchhandlung in London, ja, die soll nicht zum Verkauf gegeben werden, weil das könnten die sich eh nicht leisten. Es ist ein bisschen wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik. Sie wird, ja, verschenkt. Es ist ein Gewinn. Und sie bewerben sich und ja, sie kriegen sie. Das heißt, sie verschenken die Bücher, die noch im Weißen Hirsch sind und sie gehen dann nach London. Und in London, diese Buchladen, das Bücherparadies, ich glaube, dass er so hieß, wie gesagt, das ist schon ein bisschen her. Das Bücherparadies ist wahnsinnig interessant. Da sind ganz viele Türen. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viele Türen da sind, aber dann kann man so einen Mechanismus betätigen und dahinter sind dann immer andere Räume. Das läuft über so ein Magazin, dass sich das abwechselt. Und das heißt, wenn ihr jetzt Bücher, die auf einer einsamen Insel suchen, spielen sucht, dann wird das betätigt und dann seid ihr in einem Raum, der wirklich ist wie eine einsame Insel. Und da findet ihr dann halt die Bücher. Oder wenn ihr sagt, okay, ich möchte etwas übers Weltall lesen, dann wird wieder dieser Hebel betätigt und man landet in einem Raum, der gestaltet ist wie das Weltall. Und die Bücher sogar an Fäden von der Decke hängen.
So, ah, und ja, das bekommen sie jetzt einfach. Und sie bekommen noch einen Kater obendrauf. Ja, und dann verschwindet der Chef des Ganzen. Und sie sitzen da jetzt alleine, glücklich mit ihrem Gewinn. Und am nächsten Tag ist es dann so, sie öffnen und ihr Bruder kann kaum sprechen, weil er so ein breites Grinsen auf dem Gesicht hat. Endlich geht es der Familie gut. Und sie können trotzdem das machen, was sie am meisten lieben. Und das ist, Bücher unter die Leute zu bringen. Nur dann taucht irgendwann ein Mann auf. Und der scheint es gar nicht gut mit der Familie zu wollen. Und vor allen Dingen behauptet er, dass die Familie bei ihm in der Kreide steht. Weil derjenige, der sich so klammheimlich auf den Weg gemacht hat, der ehemalige Besitzer, hatte ihm ein wertvolles Manuskript genommen, in Verwahrung genommen, von William Shakespeare. Ein Originalmanuskript und das ist super viel wert. Ja, nur leider ist es weg. Ja, und jetzt stehen sie da und die Probleme fangen an. Wie fand ich das Buch? Also für mich war es stand so zwischen 3 und 4 Sternen, aber für mich war es ein 3-Sterne-Buch. Für mich hat es sich einfach nicht wirklich gelohnt, aber ich bin auch nicht wirklich der Kinderbuchleser. Wenn es zu fantastisch wird oder ich dann im Kopf denke, ist das so logisch oder würde das jetzt so funktionieren? Ist das die richtige Verhaltensweise? Und es ist nicht Erwachsenenlogik. Es funktioniert nicht nach der Erwachsenenlogik. Alleine diese geschäftlichen Handlungen, die da sind, würden niemals so über die Bühne laufen können. Das konnte ich halt nicht in meinem Kopf abschalten. Insgesamt ist es aber eine schöne Kindergeschichte. Ich wüsste jetzt nicht, wem ich sie bei mir direkt empfehlen würde, für den ich sagen würde, hier, ne, nimm. Deswegen ist es auch ein 3-Sterne-Buch, weil mir niemand einfällt, bei dem ich sagen würde, hey, das könnte dir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand den Schreibstil märchenhaft, ich fand die Umgebung toll, aber wie gesagt, mit meiner Logik kam ich einfach nicht dahinter und das hat mir irgendwo den Zauber des Buches zerstört. Ja, es geht aber auch um Themen wie zum Beispiel Analphabetin sein und Dinge anders zu sehen, dadurch auch sich mit anderen Dingen befasst zu haben. Dann geht es ja auch um diesen Zeitpunkt etwas geheim zu halten, weil man den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, halt jemanden zu sagen, hey, ne, doof gelaufen, ich habe so getan, als ob, aber es tut mir leid, ich kann das und das nicht oder ne, falsche Erwartungen, weil ich da vielleicht so ein bisschen ja, die falsche Ausfahrt oder die richtige Ausfahrt verpasst habe aus dem Problem. Es geht aber auch um das Thema Adoption und das war das Thema, was ich am besten geregelt fand, weil ganz klar gemacht wird, dass die Familie von ihr jetzt ihre wahre Familie ist und da gibt es keinen Zweifel, sie gehört zu dieser Familie und nicht zu irgendeiner anderen und das fand ich war sehr, sehr schön abgehandelt da drin. Aber wie gesagt, insgesamt war es für mich halt nicht so das Unglaubliche. Ich wünschte auch, ich könnte es euch zeigen, weil es ist einfach toll aufgemacht. Alleine innen drin diese, wie heißen sie, diese Vorsatzseiten. Ich glaube, so heißen sie. Wisst ihr, wenn ihr das Buch aufklappt und ihr habt hier diese Seiten, sind wahnsinnig schön, tolle Farben, Bücherregale drauf. Es sieht toll aus. Ja, es ist also ein Kinderbuch sicherlich für Kinder, die Buchläden lieben. Das ist sicherlich ein gutes Geschenk dann oder etwas, was man ja auch mit ihnen dann zusammenlesen kann. Der Buchladen an sich ist einfach ein Traum, aber ja, meine Logik. Das war das große Problem bei dem Buch. Aber ich weiß, dass ich da auch ein bisschen sehr schwierig bin und das einfach nicht so ausblenden kann. So, dann kommen wir jetzt zu den ähnlichen Büchern und Filmen. Und das Erste, was ich euch sagen will, bevor ich es vergesse, ist Charlie und die Schokoladenfabrik. Das habe ich nämlich vergessen, mir hier hinzulegen. Das muss ich euch einblenden von Roald Dahl. Da wird nämlich auch eine Firma vermacht oder soll vermacht werden. Und zwar eine Schokoladenfabrik. Und Willy Wonka. Es ist Kult. Es wurde 2-mal verfilmt mit Billy Wilder in der Hauptrolle. Rolle, den habe ich noch nicht gesehen, das soll aber der Film sein und natürlich von Tim Burton und Johnny Depp,
Die Version ist, glaube ich, von 2005. Da wurden nochmal die Pforten zur Wonka-Schokoladenfabrik geöffnet. Ich hatte auch mal richtige Willy Wonka-Schokolade und ich war extrem stolz drauf. Ja, ich kann euch unten verlinken, sowohl Buch als auch Film. Es ist halt eine bitterarme Familie oder ein bitterarmer Junge, der mit seinem Großvater dann auch in die Fabrik kommt. Es geht um das goldene Ticket. Das ist ja auch etwas, das ja schon Kultcharakter hat, das in unserer Popkultur angelangt ist, das goldene Ticket zu haben. Das ist nämlich, es gibt nur 6 Tickets auf der Welt und ich glaube, es waren 6. Und diese 6 Kinder, die das finden, die dürfen halt in die Wonka-Fabrik und ja, bewerben sich sozusagen als Erben. Eine sehr magische Fabrik, eine sehr ungewöhnliche Fabrik. Also jetzt nicht so eine Fabrik, die kalt aus Stahl und so weiter besteht. Das ist schon ein bisschen anders bei dem guten Willy Wonka. Und er hat auch noch fleißige Helfer, die Oompa Loompas. Also es gehört unheimlich viel jetzt schon davon in die Popkultur. Also das ist Kult. Ihr solltet zumindest wissen, ungefähr was die Charlie und die Schokoladenfabrik ist. So, das nächste ist dann ein Film, der vielen von euch ans Herz gewachsen ist. Ist E-Mail für dich. Mit dem zauberhaften kleinen Laden um die Ecke, in dem Kinderbücher verkauft werden, ohne den Film ein Käseladen war, also keine. Eigentlich kein Buchladen, aber er ist einfach zauberhaft von der Einrichtung. Und die Frau setzt sich da, die Leiterin Kathleen Kellima, liebt den Film. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesehen habe. Sie liest den Kindern auch noch vor und es geht halt darum, dass sie halt diesen Buchladen hat und auf der anderen Seite öffnet jetzt in der Gegend der Fox Books Megastore. Also geht es auch gegen den Kapitalismus. Es geht darum, dass die Großen die Kleinen platt machen. Und nebenbei gibt es eine Liebesgeschichte und es will spielen mit Meg Ryan und Tom Hanks. So, das nächste, was ich jetzt für euch habe, ist ein Rezensionsexemplar gewesen. Tagebuch eines Buchhändlers von Sean Bethel. Kann das sein, dass er sich so ausspricht? Das ist ein Non-Fiction-Buch, also das ist nach einer wahren Begebenheit. Das ist halt ein Buchhändler aus Schottland, glaube ich, der erzählt, wie er seinen Buchladen führt. Ma fand es nicht so toll, ich weiß, viele von euch mögen es. Sie hat aber viel markiert, wie ihr vielleicht sehen könnt. Aber dazu gibt es auch schon eine Besprechung, die ich euch verlinken werde. Dann eine andere Buchreihe und das ist hier der Abschlussteil, ist von Annie Darling, Winter im Bloomsbury. Ich denke zumindest, dass davon nichts mehr kommt. Hier geht es um einen kleinen Buchladen. Ich habe den ersten Teil gelesen, Ma hat den zweiten Teil gelesen, den dritten hat keiner gelesen, weil es um einen Charakter ging, den wir nicht mochten. Und dann hat Ma noch den vierten gelesen. Auch das hier Rezensionsexemplar, hatte ich das gesagt. Jedenfalls geht es hier, im ersten Teil geht es halt darum, dass Posy einen Laden erbt und der läuft nicht mehr gut in London und sie überlegt jetzt, was sie daraus machen soll. Da gibt es den, ich glaube, Sebastian, der auch noch irgendwie mit in das Erbe verwickelt ist. Also wenn sie es nicht schafft, den Laden zum Laufen zu bringen, wird er das ganze Ding übernehmen und kann dann reinsetzen, was er will. Sie hängt aber an dem Laden und sie möchte unbedingt, dass er richtig gut wird. Er soll ihr ein bisschen helfen, so ist das im Testament angelegt, dass es auch vielleicht laufen könnte. Und er würde gerne eine Krimi-Buchhandlung draus machen, aber Posy hasst Krimis. Und sie traut auch den Leuten nicht, die Krimis lesen. Also will sie eine Liebesbuchhandlung eröffnen. Und da kommen wir zu dem Konflikt, was wird es und vor allen Dingen, wie geht es voran und kann sie den kleinen Laden retten? Ja, wie gesagt, 4 Teile. In jedem Teil wird einer der Mitarbeiter von, wie heißt denn der Laden? Der kleine Laden in Bloomsbury, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob er ein Happy Ends, hieß der Happy Ends. Jedenfalls wird einer der Mitarbeiter verkuppelt und dafür gibt es auch ein Winterband. Ihr könnt also jeden Teil einzeln lesen. Ihr müsst ihn nicht einer bestimmten Reihenfolge. Es ist eh klar, wenn ihr den Klappentext gelesen habt oder die ersten Seiten, wer mit wem zusammenkommt. Also werdet ihr euch da auch nicht großartig spoilern können. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die Reihenfolge lesen, dass ihr mit Posy anfangt, dann
von einer Mitarbeiterin zur nächsten geht. Ihr könntet auch gut und gerne hier mit Matti einstarten. Also das ist ziemlich egal, je nachdem, was euch in die Hände fliegt. So, und dann habe ich für euch noch dieses Buch. Das war auch ein Rezensionsexemplar. Anna James Matilda und das Geheimnis der Buchwandler Pages und Co. Das ist der Auftaktband zu einer Trilogie und es sieht einfach toll aus. Und nicht nur von außen, sondern auch von innen. Ein richtiges kleines Schmuckstück. Ich habe es nicht gelesen, es hat Mar gelesen. Ich verlinke euch das unten auch, wenn wir die Besprechung noch im Netz haben. Ich glaube, die haben wir noch im Netz. Es gab ja mal solche Probleme mit, darf man bei YouTube noch was für Kinder machen oder nicht. Aber ich glaube, sie ist noch im Netz. Ansonsten, es geht halt um jemanden, die, glaube ich, mit Leuten aus den Büchern reden kann, mit Alice im Wunderland oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob die wechseln können. Es geht auch um einen Jungen, der Legastheniker ist, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, Mar hat es gelesen und hat mir nur davon berichtet. Aber ich glaube, dazu ist noch eine Besprechung im Netz. So, das war's von mir für euch heute. Ich wünsche euch ganz zauberhafte Lesestunden. Bis dann!